Einen schönen guten Tag auf meinem Kanal Lebensart. Diesmal mit einem Video hier im Wald, aber jetzt nicht mit Camping oder irgendwo schlafen draußen, sondern viele haben sich gewünscht, dass ich mal ein Video mache zum Testen von verschiedenen Pistolenarmbrüsten mit den verschiedenen Zugkräften und so weiter und so fort, dass ich einfach mal zeige, was es für welche gibt und ja, wie weit ich auch damit schießen kann, welche Durchschlagkraft im Anführungsstrichen die haben und so weiter und so fort. Und daher bin ich hier im Wald. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe euch hier vier verschiedene Modelle mitgebracht, von wirklich ganz klein bis, ja, was im Bereich der Pistolenarmbrust noch zumindest als Pistolenarmbrust gilt. Und eine Sache vorab, viele schwören ja mittlerweile auf diese Cobra Adder mit dem Magazin und so weiter. Ich habe hier absichtlich keine mit Magazin genommen, sondern wirklich nur Sachen, die man auch mal schnell selber reparieren kann. Das heißt, wo wirklich nur eigentlich der Zugbogen oder halt die Sehne kaputt gehen kann. Ich bin halt bei der Cobra Adder immer sehr vorsichtig. Ist wie mit einem Auto. Im Endeffekt, wo viel dran ist, kann eben auch viel kaputt gehen. Und in einer Notsituation möchte ich halt auch notfalls selber etwas reparieren können. Darum geht es mir hier. Deswegen diese vier verschiedenen Armbrüste, die alle relativ schnell spannbar sind. Das kann man schon mal vorab sagen. Aber eben nicht zu viel Schnickschnack dran haben. Des Weiteren werde ich die verschiedenen Armbrüste mit verschiedenen Bolzen testen. Einmal mit Kunststoffbolzen. Das sind die, die in der Regel auch dabei sind. Bei den ganz einfachen, bei den besseren sind dann schon Alubolzen dabei, die wir austesten. Und dann gibt es auch noch Carbonbolzen, ja, mit und ohne Jagdspitze. Auch Aluminium gibt es mit und ohne Jagdspitze. Das testen wir einfach mal aus und gucken, wie das Ganze wirkt. Ja, als erstes die Natter nennt die sich. Ist eigentlich so ein ganz leichtes Modell. Die wiegt 390 Gramm circa, also wirklich ganz leicht das Teil. Von der Verarbeitung her ist es hier, wie man vielleicht sieht, ein gebogenes Blech. Mehr ist es hier in dem Fall nicht. Hat einen Zughebel, das zeige ich euch gleich. Und Zielvorrichtung Kimme Korn. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ganze Teil ist aus Kunststoff. Und das war es eigentlich schon. Von der Zugkraft her 23 Kilogramm. Also ich nehme es mit Kilogramm. Die anderen Umrechnungswerte, 50 Y und so weiter, sind schön und gut. Aber mit 23 Kilo kann man, glaube ich, mehr anfangen. Maximale Pfeilgeschwindigkeit sollen 164 km/h ungefähr sein. Und sie soll bis zu 25 Meter zielgenau sein. Ich bin gespannt, aber dafür machen wir das Video. So, bei dieser Armbrust ist es so, dass ihr hier hinten einen Zughebel einfach nur habt. Den zieht ihr. Wir nehmen jetzt hier erstmal Kunststoffpfeile und sind als erstes auf 5 Meter Entfernung, dann 10 Meter und dann 20 Meter und schauen mal, was es bringt. Schauen wir uns mal an, das Desaster. Ja, gar nicht mal so gut geschossen, aber sind immerhin stecken geblieben. Ja, vom Zielen her muss man da wirklich mal ein bisschen üben. Mit der zumindest, also naja. Also was ich jetzt schon glaube, ist, dass wirklich anfällig dieser Spannhebel oder Spannhebel, dieser Zughebel wirklich ist. Ich glaube, der wird relativ schnell mit Pech verbiegen. Also viel ist da nicht im Endeffekt vom Widerstand her da. Also man wird ihn relativ schnell, keine Ahnung, wenn man vorsichtig ist, vielleicht nicht ganz so schnell. Aber wenn man so ein bisschen eifriger ist, auf jeden Fall doch ziemlich verziehen. Was man auf jeden Fall machen sollte hier, ich habe es jetzt relativ weit oben gehabt, Kimme und Korn vernünftig einstellen. Bei mir war es relativ hoch jetzt eingestellt, deswegen habe ich bestimmt auch relativ hoch gezogen, das Teil, und habe deswegen tiefer gezielt. Also hier auf jeden Fall probieren einzustellen das Ganze. Anders wird man sonst relativ Schwierigkeiten haben mit Zielen. Ja, wir werden jetzt noch zwei Alu-Pfeile mal probieren, wie die mit dem Teil funktionieren. Ja, mit eingestellter Kimme Korn schießt sich auf jeden Fall gleich besser. Also nicht vergessen, das Ding einzustellen. Das mit Alufeilen ist auf jeden Fall weiter schöner. Jetzt sind wir auf 10 Meter Distanz und schauen, ob das immer noch ankommt. Bis 25 Meter sagt der Hersteller. Also bin ich selbst gespannt drauf bei 10 Metern. Wir fangen wieder an mit zwei, drei Kunststoffbolzen und dann drei Alubolzen. Die schießen wir jetzt aber direkt hintereinander.
So, das war das Ganze jetzt auf 10 Meter. Wir schauen mal. Ich habe schon gesehen, einer ist auf jeden Fall drüber und einer ist abgeprallt. Gucken wir mal. Ach da. Ja, also tatsächlich bei 10 Meter Entfernung ist es so, dass die Bolzen tatsächlich tiefer drin sind. Und man sieht hier, die sind tiefer drin als vorhin und unten die beiden Alu. Genau, also drei habe ich jemals abgeschossen. Einer ist rüber und der andere ist abgeprallt, der liegt hier irgendwo rum. Ja, Zielgenauigkeit ist jetzt natürlich eher wahrscheinlich Problematik des Schützen. Aber ansonsten, ja, einen riesen Grizzlybären hätte getroffen. So, jetzt sind wir auf 20 Meter. Ich bin gespannt. Also bis 25 Meter, sagt der Hersteller. Erst wieder Kunststoffpfeile und dann die Alu-Pfeile. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt 12 Bolzen verschossen. Die waren so auch grob bei der Scheibe in 20 Metern. Aber ja, getroffen habe ich nicht, muss ich ganz offen sagen. Manche Bolzen sind vorher schon runtergekommen, manche sind weitergeflogen. Also die Distanz kann man jetzt schwer sagen. Aber 25 Meter zielgenau. Also ich würde jetzt wahrscheinlich noch übungstechnisch ein paar schießen können. Aber 25 Meter zielgenau, ich bin jetzt auf 20 Meter, das bezweifle ich wirklich ganz stark. Vielleicht einer, der wirklich jeden Tag Armbrust schießt oder regelmäßig Armbrust schießen geht mit diesen kleinen Dingern. Aber zielgenau ist die auf 20 Meter nicht mehr. 10 Meter war wirklich gut gewesen. Wie gesagt, ich muss dazu natürlich auch sagen, ich habe jetzt schon länger nicht geschossen gehabt. Kann natürlich auch am Bediener liegen, wird auch bedingt, aber bedingt halt auch tatsächlich an der Zielorientierung, die das Ding hat. Für 10 Meter auf jeden Fall geeignet, 15 Meter vielleicht auch noch, aber hier auf 20 Meter jetzt ist es wirklich schwierig. Fazit, es ist halt wirklich ein einfaches Modell, kostet nicht viel und muss sagen, zur Abschreckung, also tatsächlich aus 5 bis 10 Meter möchte ich das Ding wirklich nicht abbekommen. Die sind schon selbst in der Strohscheibe echt gut durchgegangen, also ihr habt ja gesehen, wie tief die gesteckt haben aus 10 Meter Entfernung und daher ist es zumindest ein einfaches Abwehrgerät, abbekommen definitiv willst du damit auch keinen Bolzen. Aber präzise 25 Meter, das glaube ich eben nicht. Wir testen jetzt die nächstgrößere Variante. Als nächstes haben wir hier die Cobra mit einem Zuggewicht von 35 Kilo. Ja, ist ein bisschen stärker auf jeden Fall schon als die davor. Wir haben eine Pfeilgeschwindigkeit oder eine Bolzengeschwindigkeit von bis zu 175 km/h und wohl auch laut Herstellerangaben eine Zielgenauigkeit von 25 Metern. Großer Vorteil hier ist, das zeige ich euch gleich, wenn wir loslegen mit 15 und 20 Meter mit dem Teil, die Knickspannvorrichtung. Diese Knickspann finde ich auf jeden Fall weitaus besser als die Möglichkeit hier mit dem Zug, weil ich denke, dass das dauerhaft nicht halten wird. Ansonsten wird die auch ganz normal mit 6,5 Zoll Bolzen geschossen. So, jetzt die Cobra auf 5 Meter und schauen wir mal, was damit vom Druck ist. Also auf jeden Fall hat sie natürlich schon mehr Zugkraft als die kleine Natter und ja, 5 Meter wird da wahrscheinlich relativ einfaches Zielen sein, gehe ich von aus. Also ohne Scheiß, so ein Ding ist, wenn du damit Halsschlag arbeitest, hau drin, da hast du keine Chance. Vorbei. Ja, aus 5 Meter tatsächlich enorm zielgenau, da kann man jetzt nichts sagen und ja, hat auch auf jeden Fall ordentlich Kraft das Teil. Sind alle ziemlich tief in der Scheibe drin. Teilweise einer ist durchgeknallt, wie ich gesehen habe. Und wir gehen jetzt weiter zu 10 Meter. So, dann jetzt auch mit der einfachen Cobra auf 10 Meter. Einmal mit Kunststoff, einmal mit Alu und einmal mit Alu-Jagdspitze. Abgeprallt, wa? Hier auf 10 Meter jetzt mit der Cobra, ja, lässt sich wirklich gut zielen, kann man nicht sagen. Eigentlich alle eine Treffer, außer der mit der Jagdspitze, der ist abgeprallt. Ja, hier steckt alles Mögliche mittlerweile drin. Ja, also man sieht es auf jeden Fall gut durch alles. Also selbst auf 10 Meter ist echt gut das Teil, kann man nicht sagen. So, jetzt auch mit der einfachen Cobra auf 20 Meter. Wir fangen wieder an mit Kunststoffbolzen.
Ja, guck mal, wo alle gelandet sind. Man merkt schon auf jeden Fall, die hat weitaus mehr Bums. Man merkt es beim Schießen und auch beim Druck, der ankommt. Aber ich glaube, viel getroffen habe ich gerade nicht aus 20 Metern. Aber schauen wir nochmal. Auf jeden Fall merkt man, dass da auf jeden Fall ein Zuggewichtsunterschied ist. Und ja, aus 20 Metern zumindest ein Kunststoffpfeil. Ihr seht, der haut doch gut rein aus 20 Metern. Ja, ein Kunststoffpfeil. Ich habe den Baum immer gut getroffen. Ja, Carbonpfeile und Alupfeile sind heil geblieben. Den einen Kunststoffpfeil hat es auf jeden Fall entschärft. Ja, in den Bäumen sind einige auf jeden Fall stecken geblieben. Hier. Ja. Der Carbon ist auf jeden Fall gut drin. Und auch ein, zwei andere von der Natter haben wir jetzt gerade noch gefunden gehabt. Ja, also Werk bis zu 4 cm teilweise in doch relativ harten Holz eingedrungen. Also ist schon gar nicht mal so verkehrt. Kurzes Fazit nochmal zur Cobra, zur einfachen Version der Cobra. Ja, man merkt es auf jeden Fall, von der Zugkraft ist die um einiges besser. Zielgenauer liegt hier wahrscheinlich gewiss am Wind, natürlich auch am Schützen, an beiden Faktoren. Ohne Wind und ein bisschen geübt würde man bestimmt aus 20, 25 Meter die Scheibe relativ gut treffen. Hier kann man sagen, auch auf 10 Meter kriegt man das Ganze auch relativ ungeschult und ohne Übung gut getroffen, definitiv. Und auf 20, 25 Meter sollte man vorher auf jeden Fall ein bisschen üben. Und ja, wenn Wind ist, kann es schon problematisch werden. Großer Vorteil ist auf jeden Fall nicht dieser Zugbügel bei der Armbrust, sondern dieser Knickhebel. Der macht sich auf jeden Fall weitaus besser. Als nächstes haben wir die Alligator 2. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Die gibt es hier hinten einmal, wie wir sie jetzt hier haben, mit der Schulterstütze. Aber auch ohne, genauso wie bei der Cobra mit dem Knickspann hier hinten. Die ist aber auch Knickspann. Der Knickspann ist hier aber hinten drin. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir auch da hier die Bolzen verschießen, hier drin. In meinen Augen eine recht schöne Sache ist dieser Griff hier unten. Ihr werdet es gleich beim Schießen sehen. Das macht sich weitaus besser, als hier gar nichts zu haben. Hier hat man gar keine richtige Orientierung für seine zweite Hand. Man kann natürlich so schießen, klar. Aber das macht sich hier zum Zielen weitaus besser. Die Zugkraft ist dieselbe wie bei der Cobra hier vor. Auch 175 km/h Pfeilgeschwindigkeit in etwa, 25 Meter zielgenau und 35 kg Zugkraft. Jetzt die Alligator auf 5 Metern. Werden wir jetzt ja nur tatsächlich mit Kunststoffpfeilen machen, das reicht auf der Distanz aus, da die zum Üben vollkommen ausreichend sind. Auf 5 Metern natürlich wieder kein Problem gewesen, da zielgenau zu schießen und ja, sind auch ordentlich in der Scheibe drin, kann man nicht sagen. Auch fast wieder durchgeknallt die Teile, einer ist wieder im Ast stecken geblieben, wie ich gerade sehe. Ja, also mit 5 Meter eigentlich kein Problem. Ja, auch mit der Alligator jetzt hier Kunststoff, Alu und die Carbonpfeile auf 10 Meter entfernt. Oh, der ist rechts vorbei, wa? Abgeprallt, wa? So, und auch hier noch die kleinen Jagdspitzen. Mit der Alligator 10 Meter tatsächlich, also die Rohrscheibe ist jetzt nicht so dünn, aber tatsächlich ist jeder Bolzen einfach durchgeschossen. Egal ob die Jagdspitzen, die Alufeile, ja, alle durchgeknallt durch die Scheibe. Also man bräuchte da tatsächlich eine dickere. Aber gut, ja, also bei 10 Meter in meinen Augen auf jeden Fall ein recht gutes Maß für diese Pistolenarmbrust, um damit zu arbeiten. Ja, auch die Alligator 2, in meinen Augen, die hat auch bloß die gleiche Zugkraft wie die Cobra, aber mir kommt die auf jeden Fall ein bisschen kräftiger vor. Vorteil in meinen Augen, die Schulterstütze, also es gibt die in zwei Varianten, einmal mit Schulterstütze, einmal ohne, und der Griff hier unten zum Halten, das lässt sich auf jeden Fall besser zielen, auch wenn ich jetzt trotzdem nicht viel getroffen habe aus 20 Metern. Egal, es liegt wie an mir und an dem Wind und anderen Faktoren und den Pfeilen und alle sind schuld, außer mir. Nein, Quatsch, ist halt eine Übungssache. Und das vierte Modell, was ich euch heute vorstellen möchte, ist das Cobra System R9. Das ist noch mal eine ganze Ecke stärker, aber ich komme gleich zu den technischen Daten. Erstmal zum Aufbau, denn der ist weitaus einfacher als bei diesen Cobra-Teilen, beziehungsweise bei der Alligator und bei der Natter. Hier hat man einfach nur Schnellspannbolzen. Ich zeige es euch im nächsten Video, wer darauf noch warten kann, mit dem großen Bruder hiervon, denn die hat noch zwei große Brüder, also einen mittleren und einen ganz großen Bruder. Und das macht sich richtig gut. Auch die hat eine Knickspann, auch das werde ich euch jetzt gleich zeigen beim Verschießen der Bolzen. Und ihr könnt hier hinten zusätzlich eine Schulterstütze anbauen und könnt die sogar noch in der Länge variieren.
Möglichkeit hier ist sogar noch ein Red Dot oder eine andere Zielvorrichtung raufzusetzen. Sonst habt ihr ganz normal hier Kimme und Korn. Großer Vorteil hier ist auch, ihr habt eine Leerschusssicherung, die muss immer beachtet werden. Also der Bolzen muss tatsächlich bis zum Anschlag eingeschoben werden. Sonst wird das Ding sperren und ihr könnt damit nicht schießen. Was auf jeden Fall gut ist, um das Ding nicht zu beschädigen, denn Leerschüsse sind ein großes Problem, was halt eine Armbrust schnell im Endeffekt das Leben kosten. Das Zuggewicht hier ist 40,9 oder ja aufgerundet 41 Kilogramm, also die hat schon um einiges mehr an Kraft. Pfeilgeschwindigkeit von bis zu 218 km/h. Eine Angabe ist jetzt hier nicht dabei, wie es mit der Zielgenauigkeit ist, aber ich gehe von aus, dass es mehr als 25 Meter theoretisch sind. Für geübte Schützen muss man natürlich da immer zu sagen. Ja, bei der Armbrust fangen wir tatsächlich erst bei 10 Meter an, weil die ist für 5 Meter viel zu nah und es ist zu gefährlich tatsächlich, weil wir haben es jetzt bei den anderen Armbrüsten schon mitbekommen, die Bolzen, die fliegen einfach teilweise zurück, gerade wenn ich den Baum nur treffe und so weiter. Daher fangen wir hier direkt mit 10 Metern an. Ja, also wir haben jetzt mit den Carbonpfeilen erstmal, wir haben jetzt mit den Carbonbolzen mit der geschossen gehabt und aus 10 Meter sind die einfach durch die Scheibe durch. Also es ist natürlich jetzt nicht die dickste Strohscheibe, aber ja, einfach durchgeballert. Wir werden es jetzt noch mit den Jagdspitzen mit der probieren, haben wir jetzt mit der kleineren nicht ausgetestet gehabt. Ist ja geil mit den Spannen, ey. Ja, die Jagdspitze ist rein, aber ich gehe von aus, dass sie nicht durch ist, weil genau der Baum genau dahinter war, sonst wäre der auch durchgeballert. Oh Mann, übel. Ja, Fazit hierzu, wenn man es auf jeden Fall noch als Pistolenarmbrust nutzen will, also ich denke, dass es noch eine Pistolenarmbrust ist, ich glaube tatsächlich ist das wirklich ein geniales Teil. Es lässt sich so einfach spannen, ihr habt es ja gesehen gehabt, man braucht da wirklich so gut wie keine Kraft aufzuwenden. Durch die Hebelwirkung lässt sich das Teil so genial spannen. Kraft, also auf jeden Fall, das Ding hat richtig Wumms, also für eine Pistolenarmbrust. Und halt, was ich gut finde, ist halt tatsächlich der Vorteil, dass man hier zusätzlich eine Schulterstütze anbauen kann und die auch je nach Körpergröße variieren kann. Also Preis-Leistung in dem Fall auf jeden Fall komplett genial. Darauf achten, ganz wichtig, dass man hier eine Leerschusssicherung hat, dass man immer den Bolzen bis nach hinten durchschießt, dass man den Bolzen auf jeden Fall bis hinten durchschiebt. Ja, ansonsten lässt sich das Ding, wie schon erwähnt, komplett genial auseinandernehmen. Es ist auch einfach für den Transport genial, für den Notfallrucksack. Ja, und wir werden ja im nächsten Video den großen Bruder davon testen und darauf bin ich auch schon gespannt. Ja, Fazit von den vier Pistolenarmbrüsten. Ich muss ganz offen sagen, egal ob die ganz kleine oder bis hin zur ganz großen, wenn du aus 5 Metern oder aus 10 Metern auf jemanden damit schießt, spätestens mit diesen Jagdbolzen und entscheidende Stellen am Hals oder Gesicht triffst, ist in meinen Augen vorbei. Also das ist unabhängig davon, wie klein oder wie groß die jetzt war. Hier geht es tatsächlich nochmal um verstärkte Schusskraft. Also wie gesagt, wenn einer natürlich irgendwo nur mit dem Alubolzen trifft und der hat irgendwas Dickes an, könnte es unter Umständen das Leben retten. Aber ich gehe davon aus, und das kann ich hier natürlich jetzt nicht austesten, dass das wirklich reingeht in den Körper. Bei der ganz großen von dem, bei der R9, bei der Cobra System R9, ganz klar, also die hat richtig Bums. Die kleine Natter, ja, ist ein kleines Spielzeug, aber auch ein Spielzeug, was schnell tödlich in meinen Augen werden kann. Daher muss man hier einfach nur darauf achten, was will man? Will man etwas Größeres, was zielgenaueres? Will man etwas, was längerlebig ist? Dann sollte man wahrscheinlich eher zu der Cobra oder zu dem Cobra System R9 oder auch zu der Alligator. Die sind auch vom Material her wirklich gut. Das ist nicht nur Kunststoff. Diese kleine Cobra gibt es mittlerweile auch als Aluminiummodell, nicht nur als Kunststoffmodell. Und daher geht es hier eher um Qualität und um Langlebigkeit und natürlich umso mehr Zugkraft, umso weiter schießen die Bolzen. Egal bei welcher Armbrust ich das Ganze getestet habe, selbst bei der kleinen Natter, sind die selbst bei 20 Metern, als ich geschossen habe und teilweise nicht getroffen habe, weiter geflogen als 20 Meter. Also ich denke auch, dass sie um die 25 bis 30 Meter auf jeden Fall fliegen. Die größeren, klar, die werden auch dementsprechend auch ein bisschen weiter fliegen, da die Bolzen. Also ich muss sagen, ein sehr interessanter Test auch für mich gewesen, denn ich habe sie auch noch nicht alle durchgetestet gehabt. Ich hoffe, ich konnte damit eure Fragen auch zum eventuellen Kauf von so einer Pistolenarmbrust beantworten mit diesem Video.
hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, Kommentar hinterlassen, Video teilen und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.